Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Beginner Tutorial. In dieser Folge geht es um den ersten Kontakt, also das erste Mal starten von Bitwig. Was du da siehst und wo was ist, das zeige ich dir jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, das ist das Fenster vermutlich, wenn du Bitwig zum ersten Mal startest, wie es sich präsentiert. Außer natürlich, du musst noch die Lizenznummer eingeben, dann fordert dich Bitwig. Wenn du das gemacht hast, dann siehst du vermutlich hier das. So, und das ist das sogenannte Dashboard, dieses Fenster hier. Und das Dashboard hat mehrere Menüs. Das eine ist hier oben dieses Menü. Unter deinem Namen hast du ein Menü mit diesen Quickstart-Sachen. Das sind Template-Projekte, also vorgefertigte Projekte, wo man die verschiedenen Varianten von Bitwig einfach mal durchspielen kann. Dann gibt es weiter unten noch Demo-Projekte, wo man mal so komplette Projekte sich anschauen kann, wie das aussieht. Da kann man sich auch einiges davon abschauen. Und unten sind dann noch mal Demo-Projekte von Partnern, die das dazu gesteuert haben. Hier auf der linken Seite sind dann die Untermenüs, Recent Projects, My Projects und My Templates. Das sind alles Einstellungen oder Ansichten, wenn du schon irgendwelche Projekte oder Songs erstellt hast, dann findest du die hier wieder. Oder bei Templates deine Vorlagen, die du dir eventuell erstellt hast, die du wiederverwenden möchtest. Dann hier so ein klassisches Menü, neues Projekt anlegen oder bestehendes Projekt oder bestehende Datei öffnen und dann noch die Informationen zur Lizenz. Der zweite Punkt sind die Settings. Dort findet man alles rund um Einstellungen zu Bitwig, das heißt das Aussehen, die Einstellungen, wie sich Bitwig verhalten soll. Dann die Einstellung zum Audio. Ich arbeite hier unter Linux, deshalb steht hier jetzt Jack und Alsa und Pulse. Unter Windows hat man dann ASIO oder Wasabi und unter Mac, ich glaube, Core Audio. Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Und darunter dann die ganzen Definitionen. Da dürfte wahrscheinlich auch bei euch schon eine Kleinigkeit stehen. Wer ein Audio-Interface hat, wie zum Beispiel ich, da steht halt dann schon ein bisschen mehr und dann kann man noch wesentlich mehr hier konfigurieren. Weiter geht es bei den Settings zum Recording. Das gehört so ein bisschen unter Behavior, also wie verhält sich Bitwig oder wie möchte man, dass sich Bitwig verhält. Bei den Controllers sind sämtliche MIDI-Controller mit angegeben. Da kann sein, dass noch gar nichts steht, wenn ihr gar keinen MIDI-Controller am Start habt. Falls ihr doch einen habt, dann kann sein, dass das hier schon drin steht. Müsst ihr vielleicht dann hier nochmal ein bisschen anpassen. Genaue Informationen sollte dann bei dem Controller selber noch mit dabei sein. An der Stelle sei noch auf das Skript von dem Jürgen Moosgraber verwiesen, Driven by Moss. Den Link, den packe ich dann noch in die Videobeschreibung mit rein, wo ihr das findet. Dann Synchronisation, das hat was mit Synchronisation von verschiedenen Geräten zu tun, kann man hier einstellen. Die Locations sind Pfade, wo sich zum Beispiel externe Instrumente, Devices, VST-Instrumente oder die Musik befindet, die MP3-Sammlung oder die Sample-Sammlung, die Sound-Content-Locations und. Bei den Plugins kann man dann noch verschiedene Konfigurationen zu den Plugins machen. Da ist Bitwig toll, wie man die Plugins voneinander auch abschotten kann. Und die Shortcuts, es ist dann der Bereich, wo man Tastaturkommandos nachgucken kann oder selber Tastaturkommandos definieren kann. Dann gibt es hier oben den Bereich Packages. Da ist je nach Lizenz, kann man dann verschiedene zusätzliche Packages mit dazu installieren und hat dann halt einfach nochmal eine größere Bibliothek an Auswahl. Dann gibt es natürlich noch die Hilfe hier oben. Und bei der Hilfe gibt es die Online-Help. Das sind so Videos, Tutorials, die man sich angucken kann, Ankündigungen von bestimmten Produkten zu bestimmten Versionen. Und weiter unten gibt es dann noch die Möglichkeit, DVD-Kurse bzw. Videokurse zu kaufen, um mit Bitwig anzufangen. Im Moment ist das meines Erachtens nur auf Englisch verfügbar. Dann gibt es als weiteren Unterpunkt hier die Dokumentation. Und die Dokumentation ist
verfügbar auf Englisch, Deutsch und Japanisch. Das heißt, es gibt hier so eine Getting Started, so eine Kurzanleitung. Und dann gibt es noch den User Guide, das Handbuch. Das gibt es auch auf Englisch, Deutsch und Japanisch. Und darunter gibt es dann noch für Entwickler, Leute, die selber was dazu programmieren wollen, gibt es dann noch eine Developer Resources Dokumentation. Und About ist dann wieder Bitwig Studio, welche Version ihr im Einsatz habt und noch so ein paar andere Sachen. So, das Dashboard hier oben schließt man hier durch das X oder durch das Drücken der Escape-Taste und dann ist das weg. Dann landet man bei Bitwig. Das Dashboard bekommt man wieder, wenn man hier oben in der Mitte zum Beispiel auf das Dashboard-Icon klickt, dann ist man wieder genau da, wo man anfangs gestartet ist. Kurzer Überblick über die Oberfläche und dann sind wir auch schon wieder mit dieser Folge fertig. Die Oberfläche gestaltet sich aus verschiedenen Sektionen. Und zwar in der Standard-Ausführung von Bitwig nenne ich das jetzt einfach mal. Man kann das auch so mit Multi-Monitor-Setup, also zwei, drei Monitoren oder unterschiedliche Fenster, kann man alles konfigurieren. Machen wir dann vielleicht in einen der späteren Folgen, aber das ist so diese Standard, wie Bitwig standardmäßig aussieht. Und das ist folgendermaßen aufgeteilt. Hier oben haben wir einen Bereich. Das ist hier wie bei einem Internetbrowser. Da kann man die verschiedenen Projekte gleichzeitig reinladen und kann dann hier mit so Tabs, wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Projekt hier anlege, dann habe ich hier quasi, da ist jetzt gerade nichts drin, da machen wir hier mal einen Clip rein. Mit Steuerung N mache ich ein neues Tab und habe dann hier, kann dann zwischen den Tabs hin und her wechseln. Dann habe ich hier unten drunter das Menü und das Transportfeld. Das heißt, ich habe hier File, bekannt aus sämtlicher Software, so verschiedene Menüoptionen. Play ist dann wieder spezifisch für DAWs, also Digital Audio Workstations, wo ich zum Abspielen, zum Aufnehmen und so weiter Einstellungen machen kann. Dann ist hier ganz wichtig das Transportfeld mit Play, Stop und Record. Play spielt das Ganze mit einem doppelten Klick auf das Stopp-Symbol, geht dieser Play-Cursor wieder an den Anfang. Hier kann ich was aufnehmen. Hier habe ich weitere Einstellungen zum Aufnehmen an sich. Dann habe ich hier noch ein Infofenster quasi, wo ich ein paar Sachen sehen kann, wie zum Beispiel, wenn ich hier mit der Maus drauf drücke und hoch und runter scrolle, kann ich die Geschwindigkeit ändern, kann hier noch eine ganze Menge mehr ändern und einstellen. Hier hinten geht es dann mit dem Menüfeld weiter. Hier kann ich zusätzliche Spuren hinzufügen. Ich kann hier Undo, Redo, also wiederholen und zurücknehmen machen. Und zu den Clips habe ich hier auch noch mal eine ganze Menge Einstellungsmöglichkeiten. Das ist so dieser erste Teil. Dann habe ich einen zweiten großen Teil hier in der Mitte. Das ist quasi der gesamte Bereich. Der kann sich je nachdem, was ich anklicke, auch ändern. Aber so generell ist das hier der Arranger-Teil. Oder den kann ich noch hier umschalten in den Clip-Launcher-Teil. Ich kann den Arranger hier ausschalten und wieder einschalten. Im unteren Bereich habe ich dann zum Beispiel meine Devices, meine Instrumente, die ich hier reinladen kann als Standard. Ich kann das Ganze aber auch noch weiter umschalten, da kommen wir im folgenden Video mit dazu, dass ich hier andere Ansichten zum Beispiel einschalte. Genauso kann ich hier oben im Arranger-Fenster auf ein Clip-Launcher-Fenster umschalten mit einem Mixer drin. Und das heißt, dieser mittlere Bereich, den kann ich ziemlich viel hin und her schalten, andere Ansichten einblenden. Das mag am Anfang so ein bisschen verwirrend sein, aber da kommt man relativ schnell dahinter, wie das Ganze funktioniert und wo sich was befindet, zum Beispiel. Dann habe ich hier auf der linken Seite den sogenannten Inspector hier. Das heißt, wenn ich auf ein Objekt hier klicke, verändert sich dieser Inspector. Das ist sowas wie die Detailkonfiguration oder Metadaten, die ich zu einem bestimmten Objekt hier einstellen kann. Und das verändert sich je nachdem, was ich anklicke und was ich erstellt habe oder wo ich mich gerade befinde. So, wenn ich zum Beispiel hier den Mixer hier einblende, kann ich hier auch zum Beispiel umschalten, was hier oben auch zum Beispiel geht. Hier habe ich ja diese ganzen Spuren, die hier angelegt sind oder die ich hier benutzen kann.
Und entsprechend ändert sich dieser Inspektor. Der Inspektor ist sehr wichtig, gerade am Anfang, weil den vergisst man ganz leicht, weil dort eine Menge Optionen drin sind, die man einstellen kann und diese extrem nützlich sind. Den Inspektor kann man auch hier ganz unten links aus- und wieder einschalten. Und ich würde empfehlen, dass man den am Anfang immer eingeschaltet lässt. Dass man immer so ein, mit einem Auge darüber guckt und schaut, was ist da drüben eigentlich los. Auch wenn es im ersten Moment so ein bisschen einen erschlägt, wenn man sowas nicht gewohnt ist. Aber man wird relativ schnell feststellen, dass das extrem hilfreich ist. Auf der rechten Seite gibt es dann noch den Browser, der standardmäßig eingestellt ist. Dort kann man dann Devices, also Geräte, Instrumente, Effekte und so weiter reinladen. Dann Presets, also vorgefertigte Sounds, Samples, Multisamples und so weiter. Die findet man an der Stelle. Und dann kommen wir schon zum letzten Teil von der Oberfläche, die ich schon ein bisschen noch vorweggenommen habe, nämlich unten mit der Statuszeile, die mehr als nur eine reine Statuszeile ist, sondern ist auch eine Funktionsleiste, nenne ich sie jetzt einfach mal. Der Status wird hier unten immer so ein bisschen angezeigt, je nachdem, wo ich gerade rüberfahre, wird mir angezeigt, wie das heißt, die Werte, was da eingestellt ist. Wenn ich irgendwas ändere, dann sehe ich das hier auch. Ich bekomme Hinweise über die Tastenkombination oder was ich mit der Maus klicken kann zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier drauf gehe oder hier drauf gehe, sehe ich unten beschrieben, was ich damit machen kann. Ganz wichtig, gerade auch am Anfang, so lernt man auch das Programm ganz gut. Dann habe ich hier unten einerseits ganz links den Inspektor, habe ich ja gerade eben schon mal gesagt, zum Aus- und wieder einschalten. Dann habe ich hier umschalten drei Ansichten, die ich hier in dem großen Feld hier umschalten kann. Das eine ist hier die Arrangement-Ansicht, die ich hier habe. Dann gibt es die sogenannte Mix-Ansicht, das ist mit diesem Clip-Launcher. Genau, mit diesem Clip-Launcher. Und dann habe ich noch die Edit-Ansicht. Dann sehe ich hier so eine Piano-Roll. Und alle diese drei großen Ansichten haben immer wie so ein Kontextmenü auf der rechten Seite, getrennt durch diesen senkrechten Teiler, nochmal zusätzliche Ansichten. Das heißt, wenn ich jetzt hier in diesem dieser Arrangement-Ansicht bin, kann ich dann hier zum Beispiel wechseln. Ich sehe das in dem Status hier auf die Device, dann sehe ich, das wechselt sich hier unten. Dann kann ich hier auf den Automation Panel Editor wechseln und ich kann dann hier unten noch auf die Piano Roll, die ich dann auch hier nochmal größer und kleiner ziehen kann, wechseln. Beim Mix geht das genauso, während sich das hier oben hier ändert. Kann ich hier wieder auf die verschiedenen, ich habe jetzt hier nichts ausgewählt, müsste jetzt hier mal so einen Clip erstellen, mit einem Doppelklick habe ich das gemacht, kann ich hier jetzt den Editor-Panel einblenden, dann die Automation oder das Device und wenn ich dann nochmal draufklicke, dann klappt sich das aus, dann habe ich quasi freie Sicht auf alles und bei dem Edit, bei der Edit-Ansicht habe ich nochmal hier das Device. Oder dann eben nochmal das Mixer-Panel an sich. Dasselbe, oder nicht dasselbe, sondern das gleiche, habe ich, ich schalte es jetzt mal wieder in den Original, so wie es auch standardmäßig geladen wird. Das gleiche habe ich hier auf der rechten Seite auch nochmal und dazu muss ich jetzt mein Bild ausblenden. Hier unten auf der rechten Seite habe ich da, wo der Browser eingeblendet ist, habe ich hier dieses Ordnersymbol, das ist der Browser, den kann ich aus- und wieder einblenden. Dann habe ich hier ein Project-Panel, da kann ich Informationen zum Projekt eintragen, wer ich bin. Ich habe Möglichkeiten, verschiedene Sektionen. Dann werden mir hier die Dateien angezeigt, die hier verwendet werden und die Plugins, die hier verwendet werden. Dann habe ich noch eine weitere Einstellung des Studio.io-Panel. Das ist später vielleicht wichtig oder wenn man eine komplexere Audioverkabelung auch extern hat, kann man hier eine Menge einstellen. Wichtig vielleicht am Anfang ist, bei diesem Studio.io-Panel, da kommt man irgendwann mal hin, ist dieser Mono-Knopf. Mit dem Mono-Knopf schalte ich meinen kompletten Track auf Mono. Für einen Anfänger mag das ein bisschen komisch klingen, weil man doch alles Stereo haben will, aber er kommt irgendwann oder relativ schnell zu dem Punkt, wo es um den Begriff Monokompatibilität geht und wenn ihr euren Track auf Monokompatibilität prüfen wollt, zum Beispiel wenn es über
Smartphones laut abgespielt werden oder über diese Bluetooth-Monoboxen, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, ist mein kompletter Track in Mono und ich kann gucken, hört er sich noch genau gleich an oder hört er sich irgendwie anders an. Da gibt es tatsächlich teilweise richtig riesige Unterschiede und das habe ich mit einem Klick dann erledigt und das findet man hier unten in diesem Studio.io-Panel. Dann habe ich hier noch einen Mappings Browser Panel. Das hat was mit externen MIDI-Geräten zu tun. Da kann ich dann bestimmte Knöpfe zu bestimmten Funktionen mappen, also zuordnen. Und ich habe dann noch ganz rechts, das kann ich dann hier unten einblenden, zusätzlich eine Klaviatur quasi in unterschiedlicher Variation. Hier einmal diese Keyboard-Layouts, mehr so eine normale Klaviatur. Kann ich auch ein bisschen kleiner machen oder größer machen, wie ich das haben will, oder übereinander gestapelte Klaviaturen. Oder hier eine chromatische Tastatur, beziehungsweise einfach so eine, wie bei so einem Drum, wie bei so einem Drum-Pad-Sequencer, nee, nicht Sequencer, bei so Drum-Pads kann ich das hier so einblenden. Das heißt, wenn ich einen Touch-Display habe, ein Notebook oder ein anderes Device, wo ich mit den Fingern auf dem Bildschirm rumtatschen kann, dann kann ich tatsächlich hier direkt spielen, wenn ich das möchte. Und dann gibt es natürlich hier noch so weitere Einstellungen mit, hier kann ich die Oktaven hoch und runter gehen. Das sieht man jetzt hier zum Beispiel an dieser kleinen 4 hier zum Beispiel. Kann ich hier Oktave runtergehen, bin ich beim C3, beim C2, beim C1 und so weiter. So, das war jetzt auch schon die kurze Einführung in die Oberfläche. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit diversen Details zu den einzelnen Abteilungen oder Sektionen der Oberfläche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr mochtet das Video, dann gebt mir einen Daumen hoch und am besten ihr kommentiert noch drunter Fragen, die ihr habt. Das hilft mir alles. Abonniert den Kanal, da wäre ich sehr glücklich drüber und seid ein Teil dieser Community. Und ich hoffe, ich sehe euch wieder beim nächsten Video. Macht's gut, habt einen schönen Tag, bis dann. Ciao, ciao.